Good News. Und diese Good News haben natürlich jetzt bei Hamilton einen anderen Stellenwert, weil man fragt sich natürlich ganz klar, sag mal, hat sie denn noch einen? Christian, dann vielen lieben Dank, dass du dir wieder die Zeit nimmst für uns. Wir haben einen ganz speziellen Anlass. Lewis Hamilton wechselt zu Ferrari. Wo hast du zum ersten Mal von der Meldung gehört und dachtest du, es ist Fake News oder war dir sofort klar, dass das alles richtig ist? Ja gut, also sowas, ich habe es zumindest mal hinterfragt. Ich dachte nicht, dass es Fake News ist, aber hinterfragt habe ich es, denn es war natürlich auch mit einem Fragezeichen versehen. Wahrscheinlich ist er bei Ferrari. Als es dann offiziell wurde, muss ich sagen, das war schon mal eine echte Hammermeldung. Das war nicht nur so eine durchschnittliche, Carlos Sainz ist gut aufgelegt, sondern mein echter Newshammer. Den fand ich schon gut. Jetzt gab es ja in den letzten Jahren immer mal wieder Gerüchte rund um Lewis Hamilton und Ferrari. Hat man das dann eigentlich noch ernst genommen zuletzt? War das zu erwarten oder? Ja, also zu erwarten war das nicht. Ernst nehmen muss man solche Dinge der Formel 1 ja immer, denn Verträge, und im Fall von Hamilton ist ja ein gerade frisch unterschriebener Vertrag vorliegend mit Mercedes. Verträge bedeuten, wie wir wissen, ja gar nichts. Und ich würde mal so sagen, die Überraschung war perfekt. Ein bisschen vorgegrummelt gab es, ja, also das ist logisch. Und ich habe aber eher gedacht, der Lewis hat das dazu benutzt, um halt vielleicht doch noch ein paar Millionen mehr rauszukriegen bei Toto. Denn ohne Alternative kann man eine Vertragsverhandlung ja nicht führen. Dass das aber dann so konkret wurde, muss ich sagen, hätte ich schlichtweg nicht gedacht. Jetzt fragt sich natürlich die gesamte Formel-1-Welt, was steckt dahinter? Hat er sich mit Mercedes überworfen? Weil du hast schon angesprochen, der Vertrag wurde erst im letzten Jahr unterschrieben, vor ein paar Monaten, und jetzt vorzeitig aufgekündigt, bevor das erste Rennen der Saison gefahren ist. Was ist da passiert? Also das ist natürlich die einzig wirklich entscheidende Frage. Wenn wir mal davon ausgehen, dass das für alle Beteiligten, für die Formel 1 wirtschaftlich wie marketingmäßig, wie ich sage jetzt mal ja, standingmäßig in der Weltöffentlichkeit sensationell ist, dass einer der etabliertesten und erfolgreichsten Fahrer aller Zeiten zu dem Team geht, was wirklich jeder kennt, was die größte Popularität hat, was emotional aufgeladen ist ohne Ende. Das sind schon mal Good News. Und diese Good News haben natürlich jetzt bei Hamilton einen anderen Stellenwert, weil man fragt sich natürlich ganz klar, sag mal, hat sie denn noch alle? Der unterschreibt bei Mercedes, redet über die Zukunft, ein Leben lang wird er nie mehr das Team wechseln. Wörtlich, Zitat Hamilton, ja, da bleibe ich ja. Das kann eigentlich nur eine Mischung sein zwischen dem, wie er sich selber sieht, also ein Ego-Thema. Ich meine, man darf nicht vergessen, solche Superstars sind ja wirklich felsenfest davon überzeugt, dass sie die Welt komplett verändern können. Und das ist mal eines. Und das Zweite ist natürlich, vielleicht hat er dann doch so seine Zweifel, ob das mit dem nächsten WM-Titel noch klappen wird bei Mercedes. Ich persönlich glaube eher ein ganz klein bisschen an die Ego-Version. Der größte Fahrer aller Zeiten ist eben auch dann mal Ferrari-Weltmeister geworden, wenn man es optimistisch angeht. Und ich glaube, das ist eigentlich der Drive gewesen, der ihn letztendlich dahin bewegt hat. Ist das jetzt eine gute Entscheidung, ja oder nein? Dieser Icarus will eher zu hoch fliegen und verbrennt sich dabei die Flügel, denn Ferrari, das ist schon ein schwieriges Pflaster, wie wir gelernt haben. Also mal ganz ehrlich, ich persönlich, aber ich bin ja auch kein Superstar, ich bin ja nur ein ganz normaler Christian. Ich hätte das so nicht gemacht, denn es dauert natürlich schon eine Situation erreicht hat, wo man zu Hause ist, wo man wirklich zu Hause ist in einem Team, wo man ein Auto bekommt, was einem entspricht. Auch da kann Lewis ja ein Lied davon singen. Und ich würde da gerne einen kleinen Vergleich bringen. Max Verstappen ist ja momentan das Nonplusultra aller fahrerischen Dinge, die wir in der Formel 1 zu sehen kriegen. Und Jackie Stewart hat gesagt, ich meine, der Verstappen gewinnt auch in einem Mercedes. Jetzt, wenn wir uns mal zurückerinnern, dass Verstappen hat schon auch mal verloren gegen einen, ich sag mal, durchschnittlichen Formel-1-Fahrer Sergio Perez. Und zwar dann, als er nicht bekam, was er gerne hätte.
Ein Auto, was nicht unglaublich bissig auf der Vorderachse ist, so wie er es nun mal gerne hat. Heißt im Umkehrschluss, auch die besten Fahrer der Welt brauchen ein Auto, was ihrem Fahrstil entspricht, was ihrem Geschmack entspricht, damit Vertrauen zu kriegen und dann eben die letzten paar Hundertstel und die letzten paar Zehntel aus dem Auto rauszuholen. Ob dem Lewis das gelingt, werden wir sehen. Ich sehe es rundum natürlich positiv, weil ich meine, dabei zuzuschauen, das ist ja herrlich. Und auch dieses Jahr, diese Saison, mal zu sehen, wie der eigentlich als abgeschriebener Mercedes-Fahrer jetzt mit dem George Russell klarkommt, auch das ist sehr spannend. Also profitieren tut nicht nur die Formel 1 als, ja, sagen wir mal, Plattform, sondern auch wir, die zuschauen, die Fans sind, die begeistert sind. Da hinzuschauen ist schon toll. Jetzt haben wir die Meinung vom Formel-1-Fan Christian Danner gehört, jetzt haben wir die Meinung vom Rennfahrer Christian Danner gehört. Jetzt kommt natürlich bei Ferrari immer noch der politische Aspekt dazu. Ferrari, das ist einfach wirklich ein anderes Pflaster. Und bei Mercedes hatte Lewis Hamilton ja diese Wohlfühlatmosphäre. Er wurde mit Samthandschuhen angefasst und hat da auch wunderbar funktioniert. Aber funktioniert dieser Lewis Hamilton in dem Konstrukt Ferrari? Also einer der Geheimnisse, die den Hamilton-Erfolg letztendlich über so viele Jahre garantiert haben, war ja das große, tiefe Verständnis von Toto Wolff, erstmal gemeinsam mit Niki Lauda und dann alleine, wie Lewis tickt. Und Lewis muss schon gesagt bekommen, dass er der Größte ist und wenn er mal irgendwas macht, was keinen Sinn macht, dass er trotzdem der Größte ist. Also eine, ich sag mal, Hätschel-Tätschel-Wattepackung ist im Umgang mit Lewis, so wie wir es gesehen haben, und ich habe da mit Niki sehr oft drüber gesprochen und sehr intensiv drüber gesprochen, ist bei Lewis schon vonnöten. Ob er das von Fred Vasseur bekommt oder nicht, naja, da würde ich mal sagen, da ist die Chance noch relativ groß, weil der Fred kennt ihn und der Fred ist auch jemand, der weiß, wie man mit solchen Fahrern umgeht. Ob das die italienische Öffentlichkeit tut, ob das Ferrari mit all seinen, ich sag mal, Zwischentönen menschlicher, politischer, technischer Art tut oder tun wird, das bezweifle ich. Und deswegen habe ich eigentlich, kann ich dazu sagen, nur, also good luck und viel Vergnügen, Lewis, da hast du dir schon auch was auferlegt. Das ist nicht einfach, das ist schon ein echter Brocken. Was kann denn Lewis Hamilton von den Sebastian Vettels, von den Alain Prosts und Co. dieser Welt lernen? Ja, eigentlich müsste er gleich mal mit dem Vettel reden, aber was kann er lernen? Ja, ich glaube eigentlich eher allgemeine Sachen, weil unter Ari Vabene war Ferrari schon anders als unter Binotto, und das war wieder anders als jetzt unter Vasseur. Ich glaube, da muss man schon auch ein bisschen Hoffnung für Lewis haben, dass er eben mit Vasseur jemand hat, der das etwas intelligenter löst, als vielleicht Ari Vabene als Vettel dort war. Ganz grundsätzlich ist der Umgang mit der Öffentlichkeit, und da war Lewis manchmal sehr mimosenhaft. Ich kann mich da an viele Kommentare aus England erinnern, wo man gesagt hat, ja, also sag mal, was glaubt denn der eigentlich, wer er ist? Englische Presse. Und englische Presse ist ja grundsätzlich mal bei weitem nicht so emotional wie die italienische. Und auch da gilt es ja nicht nur, was in der Zeitung steht oder im Netz verbreitet wird. Es ist auch intern eine Struktur, die bei Mercedes funktioniert, die, ich sag mal, klassisch englisch ist, mit dieser Modernität in der Geschäftsführung, wie Toto sie eingeführt hat. Das ist in Maranello sicher anders. Jetzt trifft Lewis Hamilton dann auf Charles Leclerc, den, ja, man kann schon sagen, den Prinzen von Maranello, nicht nur von Monaco, aus dem Fürstentum. Was erwartet uns mit diesem Zweikampf? Wer wird da die Oberhand haben? Lewis Hamilton oder Charles Leclerc? Das ist schwer zu sagen. Also ich weiß es nicht. Kann man nicht sagen. Leclerc, glaube ich, hat eine Lektion ganz klar gelernt, nämlich einem Gegner, einem Teamkollegen, auch wenn es in Anführungszeichen nur der Carlos Sainz ist, nie unterschätzen. Die können meistens mehr, als man ihnen zutraut.
Die Lektion hat er gelernt und umgesetzt. Und ich glaube, das passiert dem Leclerc mit Hamilton nicht nochmal. Inwieweit, das ist alles eine Frage, inwieweit Lewis bekommt, was er braucht und wie er da seinen Fahrstil adaptieren kann, beziehungsweise wie er sich und sein für seinen Erfolg gibt es so eine Art Wohlfühlblase, ja? Inwieweit er die etablieren kann. Wenn ihm das gelingt, dann ist auch ein Leclerc in Bestform für den Hamilton zu knacken. Das traue ich ihm auf jeden Fall zu. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Lewis Hamiltons Wechsel umstritten ist, sportlich gesehen, aber wieder aufgeht, wie damals 2013, als ihn ja die Welt für verrückt erklärt hat, als er McLaren verlassen hat und zum Mercedes-Werksteam gegangen ist. Nehmen wir nur mal an, das funktioniert jetzt wieder. Ist Lewis Hamilton wirklich unsterblich? Ist er dann der Beste, wenn er es sogar mit Ferrari dann geschafft hat, den 8. Rekordtitel zu holen? Ja, es gibt natürlich in der Tat Parallelen. Ich meine, der Mann, der ihn von McLaren weggelockt hat, hieß Niki Lauda. Und der Niki hat ihm ganz menschlich, ganz persönlich verklickert, dass bei Mercedes er wirklich einen Weg zur Unsterblichkeit finden kann. Das hat der Lewis dann dem Niki geglaubt, hat unterschrieben und die Geschichte der Formel 1 hat dem Niki recht gegeben. Dass Fred Vasseur jetzt wieder einer ist, der natürlich aufgrund seiner Verbindungen, als Lewis GP2 gefahren ist, bei ihm eine, ich will nicht sagen, so ein Vater-Image hat, aber zumindest mal ein sehr freundschaftliches Verhältnis hat, dass der da natürlich in dieselbe Horn geblasen hat, wenn du mal wirklich unsterblich werden willst, musst halt eben auch mit Ferrari Weltmeister werden. Die Voraussetzungen, glaube ich, sind durchaus vergleichbar. In der Wirklichkeit ist es allerdings schon so, dass man sagen muss, Mercedes hatte damals durch die Reglementumstellung und durch den neuen Motor und so weiter einen jahrelangen unfassbaren Vorteil, erarbeiteten Vorteil, ganz klar, also kein Zufallsvorteil. Bei Ferrari sehe ich da jetzt die ganze Technik schon ein bisschen schwieriger. Wie will man da, sagen wir mal, übers Jahr hinweg, nicht in Einzelfällen, ein Auto so schnell machen, dass man dem Verstappen immer wieder dazwischen kommt? Ja, also das ist sicherlich schwieriger als die Voraussetzungen, die damals waren, als er von McLaren zu Mercedes ging. Und dann gibt es natürlich noch die andere Dimension, nämlich Mercedes. Mercedes hat jetzt zwei relativ schwierige sportliche Jahre hinter sich. Ist der Abgang von Lewis Hamilton so ein bisschen der Niedergang perfekt gemacht? Nein. Das würde ich jetzt auf gar keinen Fall so sehen. Der Lewis ist ja dann Ende des Jahres 40 Jahre alt. Das ist natürlich ein Zeitpunkt, wo man, wenn ein Fahrer ein Team verlässt, nicht mehr von dem Niedergang des Teams spricht, sondern durchaus auch darüber sprechen darf, ob der Fahrer vielleicht dabei ist, sich in andere Richtungen zu entwickeln. Gut, der Ehrgeiz von Lewis ist so groß, müssen wir uns keine Sorgen machen. Also das passt schon sportlich. Aber die Frage, die Nachfolgefrage bei Mercedes ist natürlich wahnsinnig heiß. Weil ich habe gerade einen sehr lustigen Tweet vom Romain Grosjean gesehen, wo er gesagt hat, im Mercedes Overall, ich sollte doch den Toto mal anrufen. Und das war jetzt komödiantisch gemeint, ja, lustig. Aber ich bin mir sicher, da gibt es im Fahrerlager wirklich jeden, der jetzt mal die Nummer von Toto rauskramt und überlegt, was passiert. Nur Mercedes ist natürlich jetzt mal in einer relativ guten Lage. Man hat jetzt, würde ich mal sagen, man kann davon ausgehen, ein ordentliches oder sehr ordentliches Auto am Start. Man hat eine ganze Saison vor sich, wo man sich die Tagesform der Fahrer auch auf dem allerneuesten Niveau abrufen kann. Ich habe mir auch überlegt, ja, wen würde ich denn nehmen? Also ganz ehrlich, ich meine, ich würde sofort mal den Alonso anrufen. Der kommt sofort, hat zwar auch einen Vertrag, aber wie wir wissen, ist das mit den Verträgen ja gar nicht so wichtig. Und älter werden ist in der Formel 1 heutzutage ja fast ein Plus und kein Minus. Gott, das ist schon eine heiße Nummer, die da auf den Toto und auf Mercedes zukommt, die richtige Entscheidung zu treffen, wer da mit Russell in der Zukunft Mercedes fahren wird. Aber es ist natürlich schon ein bisschen problematisch, diese Suche nach dem Nachfolger. Lando Norris hat sich ja jetzt wieder langfristig verpflichtet. Der steht nicht, der wäre ja so der Erste gewesen, den man wahrscheinlich in Verbindung gebracht hätte. Oscar Piastri ist auch dicht bei McLaren. Max Verstappen stand, glaube ich, sowieso nie zur Diskussion. Der hat, glaube ich, nicht so viel Lust an diesem Konstrukt. Aber Mercedes muss aber schon auf Fahrerseite irgendwie Einbußen einnehmen, oder? Also
Eine adäquate Lösung gibt es nicht. Ja gut, also ich meine, die Fußstapfen, die Hamilton hinterlässt, sind natürlich vergleichbar mit denen, die Schumacher bei Ferrari hinterlassen hat und so weiter. Das ist alles nicht so easy. Aber ich glaube, wir sind in der Jetztzeit der Formel 1 an einem Punkt, wo wir an verschiedene Sachen ganz kurz mal festhalten müssen. Erstens, Verträge bedeuten gar nichts. Lando Norris bei McLaren, ja und Piastri bei McLaren, ja, der war auch mal bei Alpine. Also vergiss es. Wenn man einen haben will, dann kriegt man ihn, basta. Das hat selbst Jenson Button vor einigen Jahren schon hinbekommen, indem er zwei Formel-1-Verträge gleichzeitig unterschrieben hat. Und auch das war lösbar. Und auch dieser Button ist dann letztendlich Weltmeister geworden. Also das mit den Verträgen halte ich für zwar ein bisschen schwierig in der Handhabung, aber ist kein Dealbreaker. Die Frage ist eher, wen möchte Toto und sein Team, denn da ist ja natürlich der James Allison und die Leute auch alle involviert, wen wollen die haben als beste, sagen wir mal, Herausforderung, nicht nur Ergänzung, als beste Herausforderung für den George Russell. Und ich gehe mal davon aus, dass da mit jedem, der fährt, mit jedem gesprochen wird, verhandelt wird und wenn es natürlich unter dem Siegel der Verschwiegenheit passiert, kein Problem. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass man in einer Formel-1-Welt, wo nach oben hin alles offen ist, nichts unmöglich ist, nicht einfach schlichtweg die beste Lösung sucht und sie dann versucht umzusetzen und sich nicht irgendwie an Verträge oder so ein bisschen Papier hält. Das zeigt ja auch der Hamilton-Vertrag. Jetzt muss man als Deutscher träumen dürfen. Jetzt darfst du raten, bei wem träume ich gerade? Bin ich bei Sebastian Vettel? Genau. Mick Schumacher. Ersatzfahrer, Simulatorfahrer bei Mercedes. Das wäre natürlich ein Kreis, der sich schließen würde. Lewis Hamilton einst auf Michael Schumacher gefolgt. Heute jetzt Mick Schumacher auf Lewis Hamilton. Das wäre ja die Sensation schlechthin. Ja, nur ich meine, wenn wir von den Fußstapfen reden, dann ist natürlich da wird das Problem dann schon recht groß. Ja. Punkt eins, ich würde dem Mick natürlich alles Gute wünschen und auch wieder Formel 1 zu fahren, wobei ich fast sagen muss, wenn man sich das einfach theoretisch mal vorstellt, der fährt also jetzt für Mercedes, theoretisch, ja, fährt gegen einen total in einer Superform fahrenden George Russell, fährt mit einem Auto, mit dem er Weltmeister werden kann und braucht dann wieder ein halbes oder ein Dreivierteljahr, bis er einigermaßen auf Speed kommt, dann wird es lächerlich. Ich glaube, dass der Mick besser beraten wäre, in einem vernünftigen Team Formel 1 zu fahren, zum Beispiel Alpine, sich da zu empfehlen, weil das ist ihm ja beim Haas nicht gelungen. Und dann kann der Toto immer noch sagen, jetzt ist er reif, jetzt können wir ihn in der Position gebrauchen. Ich halte die Chancen, die er hat, den Hamilton Mercedes zu fahren, für ausgesprochen überschaubar, Tendenz gegen Null. Wenn wir jetzt über Sebastian Vettel sprechen, ist das Kaffeesatzleserei, weil ich glaube, in dem steckt niemand so richtig drin. Entschuldige, dass ich lache, aber der muss halt mal suchen, wo der ist. Da muss man schauen, was er für Aktivitäten plant. Dann müssen wir nein, Quatsch. Also das halte ich für ausgeschlossen und ich bleibe dabei. Mercedes kann sich da nicht irgend so eine Schauen-wir-mal-Lösung leisten. Die brauchen einen etablierten Mann, wo man weiß, auf den Kerl ist Verlass, der kann Rennen gewinnen und der kann genauso fahren wie der Russell oder besser. Und da wird es dann schon schwierig, da musste im aktuellen Feld wildern gehen. Ob das Norris ist oder Piastri, ob das Verstappen ist oder weiß ich, sonst irgendein ein Topmann. Ich weiß es nicht, aber ich bin mir sicher, der Toto hat schon die Telefonnummersammlung beieinander. Ein Name, den wir jetzt noch nicht genannt haben, ist natürlich Carlos Sainz. Geht er zu Mercedes oder geht er zu Audi? Naja, also ich meine, wenn ich die Wahl hätte, da wäre mir die Mercedes-Nummer die sicherere Bank, als bei Sauber wieder von vorne anzufangen mit einem Team, was im Moment zumindest das zweitlangsamste Auto hat und ich sage jetzt mal schon Lichtjahre von dem entfernt ist, was in Brackley oder in Brixworth steht.
Ja, auch ein Sainz ist natürlich ein Mann, mit dem man reden kann. Ja, das ist ja logisch. Ja. Ganz zum Abschluss. Wir haben ja einen Tag vor dieser ganzen Hamilton-Nummer. Gab es ja die ganz großen Neuigkeiten aus der Formel 1. Andretti darf nicht kommen. Es war eine richtige Watschen, die es von der Formel 1 gab. Darüber spricht jetzt natürlich keiner mehr. Und jetzt bist du lang genug in der Szene involviert, um dir da dein Bild zu machen. Ist das Zufall, dass da jetzt keiner mehr darüber spricht? Oder war das ein abgekartetes Spiel, dass die Hamilton-Nummer genau am Tag danach rauskommt und die Schlagzeilen beherrscht? Es würde mich wahnsinnig wundern, wenn es Zufall wäre. Denn diese Negativschlagzeilen, die ja weltweit passiert sind, dieses Abwatschen von Andretti mit einer hanebüchenen Argumentationskette, ich meine, darf man gar nicht lesen, was da drin steht. Das ist hanebüchen, absoluter blanker Irrsinn. Dass da natürlich das Pendel gegen die Sympathie ausschlägt, ist klar. Und deswegen kann ich mir fast nicht vorstellen, dass diese Hamilton-Nummer mit Ferrari nicht bewusst am Tag danach oder 2 Tage danach kommuniziert wurde. Das halte ich fast für wahrscheinlich und das hat ja auch wunderbar funktioniert. Von Andretti spricht kein Mensch mehr. Außer Außer wir. wir, weil uns der Sport natürlich trotzdem noch am Herzen liegt. Was erwarten wir da? Geht das noch in der nächsten Runde? Gibt es da noch eine Chance oder? Also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, also dazu ganz kurz noch die Art und Weise, wie dieses Andretti-Ding aufgestellt ist. Der Andretti ist ja nur der Name und die Figur, die vorne hingestellt ist. Das ist ja ein sehr, sehr extrem wohlhabender Multi-Multi-Multi-Milliardär, der mit dem Michael das zusammen macht. Ich glaube, an dieser ganzen Operation hat der Michael nicht mehr als 10%. Und deswegen kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass dieser Amerikaner sich von einer amerikanischen Firma Liberty Media mit nicht tragbaren, mit nicht haltbaren Argumenten abwatschen lässt. Ich kann mir am ehesten vorstellen, dass der sagt, okay, die FIA hat gesagt, ich darf mitfahren. Du hast jetzt eine Reihe von Gründen genannt, liebe Liberty Media, liebe FOM, die widerlege ich dir jetzt. Und dass da schon 100 Anwälte am Werken sind, Schadenersatzklagen in Auftrag gegeben sind, das wäre the American Way. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der das einfach schluckt und sagt, ja, dann bin ich halt abgewatscht und irgendwann 2028 darf ich nochmal anklopfen. Vergiss es. Die Fans wollen es, die Öffentlichkeit will es, jeder sieht in diesem Namen Andretti, was ich übrigens auch als Teamnamen ziemlich gut finde, wenn ich an die etwas komplizierten Namen der Firma RP denke oder das Spielcasino aus Hinwil. Mal ganz ehrlich, da ist Andretti Name, wie auch immer der dann, was auch immer der für einen Sponsor hat. Cadillac, Andretti Cadillac, wunderbar, das versteht jeder, das kann man nachvollziehen, der gehört dahin, basta. Und deswegen glaube ich nicht, dass das der Schluss oder das Ende dieses Dramas ist. Ich kann mir gut vorstellen, gegen diese hanebüchene Argumentationskette werden die vorgehen. Das haben wir schon gesagt, aus Fansicht, aus sportlicher Sicht gibt es ja keine Diskussion. Alle wissen, wieso man diese Entscheidung getroffen hat, natürlich nur aus finanzieller Sicht. Ist es denn finanziell überhaupt die richtige Entscheidung, zu sagen, Andretti und General Motors, das ist einer der größten Automobilkonzerne der Welt, einfach wirklich den Mittelfinger zu strecken? Ist das finanziell langfristig überhaupt eine sinnvolle Entscheidung? Ja gut, es kommt ein bisschen darauf an, was das Planungsszenario bei Liberty in Amerika ist. Was wollen die mit diesem Klumpen Formel 1 denn anfangen? Erstens mal wollten sie ihn hochpimpen, um ich sage jetzt mal, eine ähnliche Landschaft zu kreieren, wie man sie im amerikanischen Profisport hat. Jedes Team ist eine Milliarde oder zwei oder fünf wert. Das ist auch eine geschlossene Gesellschaft. Da kann man nicht aufsteigen oder absteigen. Da bist du entweder dabei oder nicht. Das ist geschäftlich sehr sinnvoll. Da ist man ja eigentlich dabei. Die
der Mehrwert durch einen Cadillac und durch einen Andretti, den sehe ich persönlich schon. Aber ich weiß natürlich nicht, wie lang oder kurzfristig Liberty plant. Wenn die jetzt sagen, pass auf, wir sparen uns jetzt jedes Jahr wieder das, was die Teams mehr haben wollen für diesen 11., was ich nochmal 100 Millionen oder was weiß ich, ich kenne die genauen Zahlen ja nicht, an Ausschüttung. Damit ist unsere Bilanz wesentlich besser und damit können wir natürlich dann an die Saudis oder wen auch immer sehr viel besser und sehr viel schneller und sehr viel einfacher verkaufen, vor allem mit einem neu abgeschlossenen Concorde Agreement. Weil das Concorde Agreement ist die Basis, wenn ich die Firma verkaufen möchte, brauche ich das Concorde Agreement, sonst fehlt nämlich etwas, nämlich die Teams. Also das waren spektakuläre Tage in der Formel 1 und ich glaube, das haben wir jetzt perfekt alles zusammengefasst in dieser Sendung. Vielen lieben Dank, Christian. Dann haben wir noch irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Also den Andretti wollten wir schon noch verhackstücken. Dem Lewis wünschen wir nicht nur viel Glück, sondern vor allem auch viel Vergnügen. Da hat er ein hartes Stück Arbeit vor sich. Und zwar in zweierlei Hinsicht. Erstens mal, was das Jahr bei Mercedes angeht. Das wird kein Zuckerschlecken jetzt nach der Kündigung. Und dann wird ihn die Scuderia ja mit offenen Armen empfangen. Und wie er damit klarkommt, da freue ich mich drauf. Für die Formel 1 und für uns konnte nichts Besseres passieren.